Hallo ihr Lieben da draußen, schön, dass ihr wieder da seid. Ich hatte euch bei Instagram und bei Facebook gefragt, ob ihr Lust hättet mal an einem kleinen Kochvideo von mir. Und ich habe nämlich eine Suppe gekocht, und zwar diese hier. Ich bin gerade fertig geworden. Und die Suppe ist Weight Watchers geeignet und hat ungefähr, also der ganze Topf, wenn man den ganzen Topf essen würde, 11 Punkte. Und ich finde, das ist schon echt ziemlich viel. Also ich habe einen vollen Teller und habe hier nochmal einen großen halben Topf. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, am Ende des Videos freue ich mich, wenn ihr mir ein Video nach oben gebt. Hä? Wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt, so. Und ja, also ich verfeine mir meine Suppe meistens noch mit Maggi. Ich habe jetzt leider noch gar nicht abgeschmeckt, aber eigentlich schmeckt sie immer ganz lecker. Und ja, ich würde mich freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Ihr könnt gerne kommentieren unten. Ich bin für Feedback immer offen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder und ich sage tschüss. Fangen wir also an. Ich habe hier einmal einen Gemüsemix, da kann man aber auch Kaisergemüse nehmen oder irgendwas anderes. Und also tiefgefroren. Dann habe ich hier einmal Suppengemüse mit 8 Sorten Gemüse. Dann habe ich Muschelnudeln, aber da müssen wir nochmal abwiegen nachher. Dann Petersilie tiefgefroren und Knoblauch habe ich mir klein gehackt. Dann mache ich immer noch Tomatenmark mit rein, Salz, Pfeffer, klar. Und hier habe ich noch die Rinderbouillon. Als allererstes mache ich mir natürlich mein Herd an und gebe dann so ein ganz bisschen von meiner Buttercreme, Margarinecreme oder was auch immer das ist, dazu, wo ich dann den Knoblauch drin anröste. Achtung, der wird ganz schnell braun. In der Zwischenzeit mixe ich mir dann schon mal meine Rinderbouillon an. Dann nehme ich 1 Liter Wasser und mache 2 große Esslöffel von dem Instant-Pulver rein. Ich finde, es lässt sich voll blöd vermischen. Findet ihr das auch? Und dann gebe ich in den heißen Topf das Gemüse, das tiefgefroren ist. Zischt dann erstmal richtig doll laut. Aber dann lasse ich das da kurz anbraten, andunsen, wie auch immer. Nachdem ich das Ganze dann mehrmals umgerührt habe, warte ich dann einen Moment und lösche das Ganze dann mit meiner Rinderbrühe ab. Man kann natürlich alternativ natürlich auch Gemüsebrühe nehmen oder sowas. Ja, und nebenbei darf man natürlich nicht vergessen, Ordnung muss sein, wenn man kleckert, muss man es auch wieder wegwischen. In der Zwischenzeit gucke ich schon mal in meinem Weight Watchers App, weil dieses Gericht ist ja Weight Watchers geeignet. Und schau nach den Sachen, die ich da reinmache. In dem Fall sind es ja die Nudeln, die die vielen Punkte ausmachen. Und jetzt habe ich nämlich gerade erstmal geguckt, ob ich es so finde. Finde es aber nicht. Und scanne jetzt quasi einmal mit dem Barcode-Scanner, scanne ich das Produkt ab und gucke, ob das funktioniert. Und in meinem Fall hat es jetzt mal wieder nicht funktioniert. Das geht mir relativ oft so. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob euer App da funktioniert. Oh nee, genau, da hat es funktioniert. Bei den Nudeln, aber bei dem Soßenbinder nachher hat es nicht funktioniert. Genau, also ich habe jetzt eine Portion eingegeben, das sind glaube ich 5 Punkte in dem Fall gewesen. Und dann wiege ich natürlich nochmal nach, wie viel 50 Gramm sind und mache aber 100 Gramm rein, weil ich ja einen ganzen Topf mache, quasi, dass ich dann halt weiß, okay, der ganze Topf hat jetzt 10 Punkte. Das ist immer ein bisschen lästig an Weight Watchers, dass du halt am Anfang wirklich alles nachwiegen musst, weil ich habe mich schon so oft vertan, wie zum Beispiel das, was da jetzt drin ist, das sind halt 100 Gramm, okay, 105 Gramm und es sieht überhaupt nicht so aus, gar nicht. Ja, dann Salz, Pfeffer ich natürlich das Ganze nochmal. Man hätte vielleicht vorher mal abschmecken müssen, habe ich die ganze Zeit nicht einmal gemacht. Und wenn ich das gemacht habe, dann gebe ich auch direkt meinen Tomatenmark dazu. Ich finde, es gibt immer noch mal so einen tomatigen Geschmack. Früher hätte ich vielleicht Ketchup reingemacht, aber heute mache ich Tomatenmark rein. Ist auf jeden Fall kalorienarmer. Ja, und dann vermische ich das Ganze natürlich.
Ja, alles, was da nicht reingehört mit irgendwelchen Stielen, kann man natürlich gleich rausfischen. Dann gebe ich meine 100 Gramm, 105 Gramm Nudeln dazu und lasse es dann schön köcheln. Auf mittlerer Stufe. Ich mache einen Topf drauf, damit es schön gar wird. Einen Deckel drauf. Und zwischendurch immer wieder umrühren. Ich habe mir einen Timer auf 15 Minuten gestellt, damit das Ganze schön köcheln kann. Und zwischendurch immer wieder umrühren. Ja, und man nimmt sich natürlich einen Topflappen, damit man sich nicht verbrennt am heißen Topf, ne? Und es ist immer noch heiß. Und in der Zeit gebe ich jetzt auch schon die Petersilie dazu. Ein guter Esslöffel, würde ich sagen, soll ja auch schön frisch sein. Ich finde übrigens die eingefrorenen Sachen echt toll. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr so von gefrorenen Sachen haltet. Aber ich habe die echt für mich entdeckt, weil Obst und Gemüse bei uns schon relativ schnell schlecht wird. Und mit dem eingefrorenen finde ich das mal echt praktisch. Ja, und so sieht es von nahen auf. Ich finde, das sieht schon ganz lecker aus. Und immer wieder umrühren, damit es nicht anbackt. Und jetzt habe ich hier natürlich wieder mit meinem Barcode-Scanner versucht, den Soßenbinder mal zu scannen. Hat er irgendwie nicht so hinbekommen. Deswegen habe ich dann den Code 1 hineingegeben, hat er auch nicht hinbekommen. Und dann habe ich den Kalkulator benutzt und habe quasi alles einzeln eingegeben. Kohlenhydrate, Eiweiß und. Und da hat er mir gezeigt, dass ein Esslöffel einen Punkt hat. Und dann musste ich natürlich noch gucken, wie viel ist ein Esslöffel, beziehungsweise wie viel ist 10 Gramm, damit man einfach ein Gefühl dafür bekommt. Den Soßenbinder mache ich dann in meine Suppe rein, damit das Ganze ein bisschen andickt. Also es wird jetzt nicht super dick sein, aber ein bisschen dünner. Ein bisschen zu dünn war es mir deswegen. Man kann es auch ohne Soßenbinder machen, wenn man vielleicht ein bisschen weniger Wasser benutzt. Und wieder zwischendurch sauber machen, damit gleich fürs Anrichten auch alles schön ist. Und dann haben wir es eigentlich auch schon geschafft. Ich richte das Ganze immer schön an auf dem Teller. Und ich finde, das ist eine schöne, leckere Suppe, die lange satt macht. Und ja, mir schmeckt sie sehr lecker. Und et voilà, hier ist unsere Suppe. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachkochen. Vergesst nicht, mir einen Daumen nach oben da zu lassen und mich zu abonnieren, denn abonnieren ist kostenlos.